Can ist ein türkischstämmiger Karikaturist aus München, Lalone ein international gefeierter Streetartist aus Malaga. Keiner spricht die Sprache des anderen, trotzdem erschaffen sie hier am Halt 58 in Giesing gemeinsam ein Kunstwerk. Der eine mit der Sprühdose, der andere mit dem Pinsel. Es kommt darauf an, dass man Lust hat, sich miteinander auszutauschen, tolle Arbeit zu machen als Team. Vielleicht ist es sogar einfacher, nicht dieselbe Sprache zu sprechen. Zumindest ist es weniger kompliziert. Schließlich verbindet uns die Malerei. Wir verbinden uns über die sehr poetische Sprache der Kunst. Wir verstehen uns gut. Zentrales Thema des Gemäldes ist die jeweilige kulturelle Identität. Die Aufgabe der Künstler ist es, diese zu verbinden. Ausgedacht hat sich das Projekt das spanische Fremdenverkehrsamt in München, zusammen mit mehreren Münchner Vereinen. Malaga ist die Stadt, in der Picasso geboren wurde und wo er seine Kindheit verbrachte. Darum ist auch das Graffiti von seinem Leben inspiriert. Das zeigt sich in den Bestandteilen wie der spanischen Küche, dem Sommer, der Architektur, der Kultur. Malaga ist eine sehr lebendige Stadt und diese Elemente sind dort sehr präsent. Auch die Münchner Kunstgeschichte ist hier in unterschiedlichen Aspekten verewigt. Die Damenakademie, die es hier in München gab, das war eine Initiative von Frauen, denen im 19. Jahrhundert bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts der Zugang zur Kunstakademie verweigert wurde. Diese Frauen haben sich zusammengetan und haben mehr oder weniger unter der Hand Kunstunterricht gegeben. Und das ist auch ein wichtiges Thema für München. Das haben wir eben auch mit reingebracht. Morgen ab 19 Uhr findet eine Feier zur Fertigstellung des internationalen Kunstprojektes im alten Gemeindehaus in Giesing statt. Dann kann jeder und jede vorbeikommen und Kunst und Künstler persönlich kennenlernen.